Rund 480 Schülerinnen und Schüler der Hermann-Leser-Realschule Dülmen hatten sich jetzt am Sportzentrum Süd eingefunden, um für die gute Sache zu laufen. Ja, wir starten heute mit etwa 520 Schülern unseren Hermann-Leser-Lauf. Seit 15 Jahren führen wir diesen Hermann-Leser-Lauf durch und es ist wirklich eine tolle Sache. Die Schüler sind immer super motiviert und man glaubt gar nicht, wie viele Runden manche hier schaffen. Und es kommt eine Menge Geld rein. Klassenweise starteten die Schüler ihren Lauf über die rund 1 Kilometer lange Strecke. Sie begann am Sportzentrum und führte um die DRK-Sportanlagen herum zurück zum Start, wo sich auch die Kontrollstellen befanden. Schnell fanden sich die ersten Läufer dort ein, um ihre Runde abstempeln zu lassen. So, die Strecke ist eigentlich ganz in Ordnung, nur dass der Anfang ein bisschen rutschig ist, sonst alles gut mit der Strecke. Wie viele Runden wolltest du laufen? Über 10 auf jeden Fall. War ganz okay, ein bisschen gefährlich, aber ist okay. Ja, war eigentlich nicht anstrengend. Und die Strecke, viel nass oder was? Nein, eigentlich schön abwechslungsreich, nicht immer über den Platz. Je mehr Runden, desto mehr Geld kann gesammelt werden. In den vergangenen Jahren kamen beim Hämmer-Leserlauf stets rund 7.000 Euro zusammen. Und später wird aufgrund der Anzahl der Stempel entsprechend festgestellt, wie viele Runden sie gelaufen sind. Ja, ich sagte ja schon, 50% bleiben in der Schule und 50% gehen in verschiedene Projekte. Das Ergebnis des heutigen Laufes wollen die Verantwortlichen in den nächsten Tagen bekannt geben. Auch im nächsten Jahr soll wieder ein Hermann-Leser-Lauf durchgeführt werden.